Ich bin immer noch am Fasten. Ich habe jetzt 6 Wochen voll plus 4 Tage. Und ja, ich wollte nur mal mitteilen, wie es mir jetzt geht. Mir geht es sehr gut. Verwundert mich. Ich habe mir gehört, nach 4 Wochen ist man eh schon gestorben, aber scheinbar stimmt es nicht. Ich habe jetzt 6 Wochen gar nichts gegessen, wie im letzten Video schon beschrieben. Nur meine Vitamine gegessen und Chlorella-Alge. Und seit der 6. Woche habe ich eine leichte Lockerung drin. Ich trinke jetzt 2 Gläser Hanfmilch mit verschiedenen Zutaten am Tag und das wollte ich euch mal zeigen. Und das merkt man richtig, wie es Energie gibt. Ja, super Geschichte eigentlich. Und ich will es auf jeden Fall noch länger durchziehen jetzt. Also ich möchte auf jeden Fall die 7 Wochen voll machen und wenn es mir dann immer noch so gut geht, dann auch die 8. Woche. So, wie gesagt, ich verhalte mich ganz normal im täglichen Leben. Ich habe keinen Urlaub genommen, ich gehe Vollzeit auf Arbeit, ich habe Schichtdienst. Ich muss mich den ganzen Tag konzentrieren, Auto fahren, einsteigen, aussteigen, ganz oft. Der Kreislauf macht das alles wunderbar mit. Ich muss teilweise schwer heben. Sport mache ich auch. Also, wie ich noch viel Gewicht hatte, hatte ich keine Lust, Sport zu machen und ich merke jetzt, wie es immer leichter geht und ich das auch wieder gern mache, obwohl ich keine Kalorien zuführe. Also ich gehe jetzt jeden zweiten Tag locker laufen ungefähr, mache meine Liegestütze, Sit-ups, um die Muskeln ein bisschen zu erhalten und ein paar Rückenübungen. Ja, also ich kann nichts Negatives sagen. Ich glaube, ich sehe auch nicht schlecht aus. Auch ein bisschen was ist noch da. Also ich glaube, ich habe noch 2, 3 Wochen gespeichert. Das ist jetzt auch kein Fett, sondern es ist gespeicherte Energie, wenn man so sieht. Ne? Das ist eigentlich eine tolle Sache, dass das so möglich ist. Also ich habe ja meine alten Hosen noch von früher, wie ich 75 bis 80 Kilo hatte. Und wenn mir die wieder passen, dann bin ich wieder zufrieden. Und dann geht es darum, das Gewicht zu halten. Und das nicht durch Diät, sondern durch Ernährungsumstellung. Also ich werde dann wieder auf, soweit es geht, roh vegan umsteigen. Natürlich kommt man oft nicht aus, wenn man einer Arbeit nachgeht. Da gibt es hier mal Kuchen und da geht man mal essen. Ja, aber es soll nicht überhand nehmen. Bei mir hat sich halt die Zuckersucht entwickelt mit der Zeit. Ne? Und so schleichender Übergang. Gehen wir mal zum Bäcker, dann gehen wir jeden dritten Tag mal zum Bäcker, holt sich was. Und irgendwann ist es jeden Tag oder eine Kugel Eis. Da reicht dann nicht eine, sondern dann mal dann 3 mit Sahne. Ja, das ist halt ein bisschen mein Problem. Das ist halt ein bisschen Charaktersache vielleicht. Ja, aber ich glaube, ich habe es wieder gut im Griff. Ich bin auch wieder total motiviert jetzt, mich gesund zu ernähren. Und das ist scheinbar nötig, dass man eine gewisse Zeit auf die ungesunden Sachen verzichtet. Pizza, Pasta, Eis, Gebäcke, Zucker. Ja, also ich bin guter Dinge. Wie gesagt, ich mache jetzt weiter. Ich würde es trotzdem noch als Fasten bezeichnen, obwohl ich ja Kalorien zuführe mit meinem Hanftrink, aber ich sag mal, es sind vielleicht 500-600 Kalorien am Tag. Und was braucht der Mensch? 2.500, wenn man dann noch Sport macht, 3.000. Also das Gewicht müsste trotzdem weiter zurückgehen. Ich zeige jetzt einfach mal, wie man das macht. Ne? Also wir haben so einen Hochleistungsmixer, den gibt es bei keimling.de. Das ist so ein Händler mit lauter guten Produkten. Wir brauchen ja verschiedene Sachen dazu. Ne? Einmal, ich habe hier 1 Liter Wasser, also wir setzen 1 Liter Hanfmilch an. Dann kippen wir erstmal rein. Dann haben wir 10 Esslöffel Hanfsamen. Habe ich jetzt schon mal hier vorbereitet, dass es schneller geht. Ja, geht auch so schnell, aber das ist die Meterqualität. Also wenn, dann sollten wir die besten Produkte verwenden, gerade wenn man jetzt fastet. Das ist jetzt Demeter Hanfsamen vom Demeterhof Schwab aus, wo ist der her? Keine Ahnung.
Müsst ihr im Internet nachschauen, auf Google. Den Mieterhof Schwabner findet ihr. Momentan hat er geschlossen, weil er so überlastet ist. Tja, wenn seine Produkte zu gut sind, haben wir auch ein Problem, ne? Dann tun wir 30 Gramm Cashewkerne in Rohkostqualität rein. Dann Sonnenblumen-Lecithin. Ich komme mal vor. Gibt es auch im Internet zu kaufen. Dr. Switzer zum Beispiel hat es im Angebot. Dadurch 2 Esslöffel rein. Das dient als Emulgator. Dass das Zeug halt nicht wieder auseinanderfällt im Glas dann. So. 1 Esslöffel. 2 Esslöffel Sonnenlecithin. Dann kommt noch Kollagen rein. Habe ich ja schon gezeigt, das habe ich immer so eingenommen, das habe ich in die Gemüsebrühe eingerührt, die haben mir dann aber geschmeckt irgendwann und war mir zu salzig. Und zum selber machen war ich zu faul. Und darum rühre ich es jetzt da in meinen Trink mit rein. Das ist wunderbar, das ist geschmacksneutral. Das gibt es auch als Fischgelatine. Das ist natürlich für einen Veganer vielleicht besser zu akzeptieren wie vom Rind. Gibt es auch bei Dr. Switzer oder bei anderen Herstellern, Händlern im Internet. Kostet allerdings 27 Euro, glaube ich, der Behälter, aber egal. Dann kommt noch rein, 1 Esslöffel Bienenenergie. Das ist auch vom Dr. Switzer. Der Switzer schreibt mir Siegfried Wilhelm Ida Doni Zeppelin Emil Richard. Einfach mal eingeben in die Suchmaschine und dann kommt irgendwann sein Webshop, da kann man sich das mal anschauen. Das ist von Mutterbienenextrakt irgendwie aus den Waben. Das ist eine spezielle Geschichte mit besonders vielen Nährstoffen drin. Ja, da setzen wir einen Esslöffel bei. Gute Geschichte fürs Immunsystem. Und so weiter. Ah, hier unser Kollagen. Kollagen, 2 Esslöffel. Hier ist noch ein Rest drin. So. Und dann, weil es so toll ist und so gut schmeckt, hauen wir noch 4 Datteln rein. Auch in bester Qualität, wenn es geht. Hier habe ich jetzt hier kernlose, da braucht man keinen Kern draus machen. Also bei uns ist alles mindestens die Wiederqualität oder Bioland. Ja, ich wollte noch gar nicht mehr. So, da haben wir jetzt 4 Stück rein. 2, 4. Wir haben hier getrocknete Feigen. Tun wir auch noch 2 oder 3 rein. 2 reichen. Und 2 Esslöffel. Kakao. Man kann es auch durch Karo-Pulver ersetzen, aber das habe ich jetzt gerade da. Das kommt erst noch. Jetzt habe ich hier halt meinen Bio-Kakao-Pulver. 2 gescheite Esslöffel. Zack, zack. So. So. So sieht dieser Wabenhonig aus. Uah, Vorsicht. Ein bisschen umrühren. Also mir umfasst mich auch kaum Schwächephasen drin. Ich bin bester Dinge. Bin mental gut drauf. Ab und zu haben wir doch mal eine leichte Tiefphase, dass man ein bisschen matt im Kopf. Das hatte ich die erste Zeit, gerade in der ersten Woche. Wahrscheinlich waren dort irgendwelche Giftstoffe ausgeschieden, die dann im Blut zirkulieren. Da war ich dann teilweise doch ein bisschen matt im Kopf. Oder eine Stunde später war es wieder weg. Aber ich war jetzt nie so, dass ich da völlig weglegen werde, wie manche, die da Urlaub brauchen, wenn sie mal 3 Tage fasten. So geht es mir nicht. Und ja, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Scheinbar kann man 100 Tage fasten, wenn es drauf ankommt. Umso mehr Fett man hat, umso länger kann man fasten.
Und selbst Leute mit Waschbrettbauch, die haben immer noch so viel Fett am Körper, dass sie ja mindestens 2 Wochen fasten könnten zu entgiften. Also es geht ja nicht nur ums Abspecken und Abnehmen, sondern es geht ja hauptsächlich um Regeneration, Gesundheitsförderung, dass sich die Zellen mal wieder erholen und so weiter. Und der Darm vor allem, dass sich das Darmmilieu vielleicht wieder ein bisschen verbessert. Weg von den schlechten Darmbakterien hin zu mehr guten, die weniger Zucker fressen wollen. Ja, also ich versuche auf jeden Fall Industriezucker jetzt weitestgehend zu vermeiden, wenn es geht. Weil ich kriege da schnell mal einen Rückfall, sonst. Was auch interessant ist, ich brauche auch weniger Schlaf eigentlich wie vorher. Also mir reichen nur teilweise 5-6 Stunden und dann bin ich wieder wach und fit. Also alles geht leichter. Nur was auch interessant ist, ich hatte die ersten 7 Tage immer noch Stuhlgang. Und jetzt seit ich die Hanfmilch wieder trinke, auch wieder jeden Tag. Also ich weiß nicht, ob sich da Müll im Darm ansammelt über die Jahrzehnte. Aber scheinbar hilft es auch ein bisschen, das rauszukriegen. Naja, und so trinke ich halt, wenn ich keine Hanfmilch trinke, meine Chlorella-Alge. Ich habe mir das mal hier ausgerechnet, was 1 Liter von der Hanfmilch Kalorien hat. Und da bin ich ganz erschrocken. Es sind 1200 Kalorien für 1 Liter. Also das heißt, man 2 Gläser am Tag trinkt, dann hat man vielleicht 500-600 Kalorien. 2x02 Gläser, oder dann haben wir 1/2 Liter nach 600 Kalorien zugenommen, zu dir genommen. Ja, da kann man damit leben, wenn man überlegt. Man sich irgendwie bewegt noch und 2 halt verbraucht, dann geht es halt nicht mehr gasodasen schnell, aber das muss ja auch nicht. Ich habe Zeit. Ne? Also ich mache jetzt noch 6 Wochen so weiter vielleicht. Zumindest mit intermittierendes Fasten. Jetzt mache ich nochmal 1 Woche oder 2. Nur mit Hanfmilch. Und schau mal, was passiert mit meinem Gewicht. Und nach 8 Wochen wiege ich mich mal wieder. Aber ich habe schon einige Kilo abgenommen. Ich hatte 106,5 am Anfang. Man merkt es auch. Also es fällt alles leichter. Ich habe auch nicht weniger Kraft. Also das ist auch interessant. Der Irrglaube ist immer, die Muskelmassen werden abgebaut. Aber kann schon sein, dass die ein bisschen abgebaut werden. Aber nicht alle. Ich weiß nicht, ob ich so todkrank aussehe. Ja, ich glaube nicht. Fühle mich nicht so. Gut, jetzt haben wir alles drin in unserer Milch. Jetzt müssen wir es nur noch einschalten. Und 2 Minuten maximal mixen. Also es wird auch warm mit der Zeit. Es soll auch nicht über die 40 Grad kommen, ne, dass Rohkostqualität bleibt. Sonst haben wir es entwertet. Und was ich auch schon öfter gelesen habe, ist, wenn du hochwertige Lebensmittel verwendest und verarbeitest, so jetzt roh, vegan, keimfähig, dann brauchst du auch nicht diese 2500 Kalorien, die immer angegeben werden, sondern dann reichen dir die Hälfte auch aus. Oder noch weniger. Aber es ist nicht offiziell, dafür wahrscheinlich gar nicht zahlen. So, jetzt haben wir es lange genug klein gehäckselt in unserem Hochleistungsmixer von Vitamix. Jetzt müssen wir es absieben. Ne? Hier mache ich jetzt Metallsieb. Da lasse ich es jetzt mal durchlaufen. Diese ganzen Schalenreste, die zerkleinerten, die machen sich nicht gut im Getränk. Und drum durch die absieben. Da sieht man schon, dass man eigentlich mal das Sieb auswaschen. So, da ist jetzt so viel Satz drin, dass wir es auswaschen müssen. So, ich mache es jetzt fertig. Und dann können wir es ins Glas abfüllen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe sogar die Motivation, also ich bin Arsch hochgekriegt, ich fahre jetzt auch dank der hohen Spritpreise so viel wie möglich mit dem Fahrrad. Also ich habe
zwei Fahrräder, ein E-Bike, da ziehe ich in Einherren mit. Und die ganzen Einkaufsfahrten, die Kurzstrecken im Kindergarten, zum Schulbus und so weiter. Ich fahre jetzt, soweit es geht, mit dem Fahrrad. Das ist auch nochmal eine Zusatzbelastung, die ich zu meinen fetten Zeiten nicht hatte. Und da ich jetzt einfach motiviert genug bin, das zu machen, komischerweise. Obwohl ich ja kaum Energie zuführe. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Also, ich habe mich gewundert, jetzt komme ich jeden Tag 30 bis 40 Kilometer nur mit Schulbus, Kindergartenfahrten und einkaufen zusammen. Dann haben wir noch zwei Gärten, die tue ich ja so gut wie alleine bearbeiten. Das mache ich noch neben meiner Arbeit. Also ich scheine leistungsfähig genug zu sein. Also ich glaube, dass ich mindestens 10 Stunden am Tag arbeite. Ja, schafft es nicht jeder, ne? Man überlegt, wie viele heimhocken. Todkrank. Ja, okay, jetzt siebe ich mal meine Brühe ab, ne? So, ich habe die Milch abgesiebt soweit. Die ganzen großen Stücke sind draußen. Jetzt tue ich das in so ein Glas rein, so 1 Liter Kokosöl, Kokosfettglas, alles. Muss umfüllen. Deckel drauf. Ist jetzt ein bisschen warm geworden. Ungefähr 25 Grad vielleicht. Das ist die Konsistenz jetzt. Und es bleibt auch so, durch das Sonnenblumenlecithin bleibt die Konsistenz so. Das schüttelt zwar trotzdem kurz, aber im Großen und Ganzen bleibt es so, wie es jetzt aussieht. So, das stellen wir dann in den Kühlschrank und lassen es am besten noch einen Tag drin stehen. Das ist für das Aroma noch besser, weil da immer noch von der Außenschale die kleinen Teile da drin kreisen. Und es zieht dann noch ein wenig durch im Endeffekt. Und dann schmeckt es noch besser, wenn es dann da drin steht. Probieren wir es mal. Wenn man 1 Liter Wasser nimmt und die ganzen Sachen reintut, dann bleibt da irgendwas übrig, dann wird es mehr wie 1 Liter. Super. Schmeckt wie Kakao. Oder wie? Schokomilch. Ich merke schon wieder die Energie. Wenn ich auf Arbeit bin, dann nehme ich das, eine Feldflasche mit. Ich habe da eine Edelstahl-Feldflasche. Da tue ich es kalt rein und es hält sich einige Stunden kühl. Da freue ich mich dann schon richtig drauf. Und wenn ich einen Energieschub brauche, dann trinke ich einfach mal 3 Schluck. Das ist das Highlight des Tages momentan. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Also ich finde es eine gute Idee, Hanfmilch selber herzustellen. Man kann die auch kaufen, im Endeffekt, habe ich auch schon gesehen. Im Tetra-Pak abgekocht, kostet 4 bis 5 Euro oder noch mehr. Und ist eigentlich entwertet von der Qualität her. Also es lohnt sich, das selber zu machen. Und so, ich sag mal, so 4 Kilo-Sack vom Demeterhof Schwab, der kostet ungefähr 30 Euro oder so. Und der hält ewig. Genau. Also, Hanf ist sehr empfehlenswert. Jo, dann viel Spaß beim Nachmachen vielleicht. Ich brauche jetzt auch nicht so einen Dollmixer gleich, da reicht ein normaler A erstmal zum Probieren. Jo, also ich würde es beibehalten auf jeden Fall, ob Fasten oder nicht. Ich finde es eine gute Sache. Genau. Dann, ciao, ciao. Hanfreiche Zeit. Ja, was ich noch sagen wollte, man kann da natürlich anstatt Kakaopulver alles andere auch rein tun. Ne? Ich habe auch schon mit Erdbeeren probiert und Obst. Aber so hat es einfach am besten geschmeckt. Für mich. Aber der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und das wesentliche Element ist der Hanf, Sonnenblumenlecithin und die Fischgelatine. Und den Rest kann man beifügen, kann es auch lassen. Ne? Ich mein, Datteln und Feigen sind ja die Kalorienbringer. Mal schauen, was die Datteln haben. Vier Datteln haben 90 Kalorien, drei Feigen 140. Gut, die kann man sich auch sparen. Ne? Eine Sache wollte ich noch loswerden. Das Fasten hat schon einige Vorteile gebracht. Die Haut ist besser. Ich hatte viele trockene Hautstellen, gerade oben und überall. Dann die Haare sind besser, also
kaum mehr Schuppen, es juckt nicht mehr so. Und ich hatte eine entzündete Zahnwurzel. Hatte ich ewig Probleme damit, die wollten es mir schon immer rausmachen. Das ist auch momentan völlig verschwunden. Und im Rücken hatte ich auch riesen Probleme. Ich bin fast nicht mehr aus dem Auto rausgekommen. Vor Schmerzen. Das ist auch so gut wie weg. Also, das scheint sich um Entzündungen gehandelt zu haben. Und dank dem Zuckerverzicht ist das alles zurückgegangen. Ja, das sind nicht immer alles Bandscheibenvorfall, scheinbar.